Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Aber heute leider ohne Shepard, konnten wir nicht machen, konnten wir uns die Gagen leider nicht für leisten. Ist ein Problem, müssen jetzt ohne Shepard spielen. Okay. Was? Gottes Willen. Commander? Spezialistin? Spezialistin, ja, genau. Ist diese Adresse gültig? Shepard, ich habe angerufen und Nachrichten geschickt, aber keine Antwort erhalten. Da die Kommunikationssysteme der Erde ausgefallen sind, wird das wohl hier auch nicht durchkommen. Aber ich habe ein Gerücht gehört, dass die Norme, die hier auf der Citadel angedeckt haben. Sind Sie am Leben? Ich bin im Huerta-Krankenhaus, in dem Namen Terra Nuara. Entschuldigen bitte, Sie bitte das Versteckspiel und die Verschlüsselung dieser E-Mail. Aber in meinem Beruf macht man seinen Aufenthaltsort nicht publik. Schon gar nicht, wenn man in schlechter gesundheitlicher Verfassung ist. Wir sollten uns treffen, bevor die Umstände uns wieder trennen. Von Absender blockiert. Commander, mein Name ist Yodom Bau. Ich gehöre zur Special Tactics Recon. Obwohl viele immer noch Bedenken wegen ihrer früheren Aktivitäten für Cerberus hegten, haben viele von uns bei CT&R ihre Warnung vor dem Reaper ernst genommen. Ich wende mich jetzt an Sie, weil ich Informationen habe, dass Agenten mit beträchtlicher politischer Macht in Verbindung mit den Reapern stehen. Falls Sie die Zeit finden, mich in der Citadel-Botschaft zu treffen, wäre für Ihre diskrete Unterstützung dankbar. Ashley an... von Ashley. Commander, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Udina will, dass ich Inspektor werde. Besonders ich, verrückt, ich weiß. Ich mag Udina nicht besonders, aber das mit dem Inspektor kann er durchdrücken. Er drängt auf eine Antwort, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Ich kann noch nicht einmal aus dem Bett aufstehen und dann sowas. Ich habe Ihnen gesagt, ich würde darüber nachdenken. Falls Sie mal in der Nähe der Citadel sind, schauen Sie doch im Krankenhaus vorbei. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Und treffen im Purgatory. Von Aria Tilok. Ich habe einen Vorschlag für Sie, Shepard, den Sie bestimmt nicht ausschlagen wollen. Ich bin in einem Nachtclub auf der Citadel, der Purgatory heißt. Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Ja. Hört sich doch höchst interessant an. Ich finde, wir könnten nochmal wieder zur Citadel zurück. So. Müssen wir tanken? Nein. Müssen wir nicht. So, ich kann mal hier einen Scan machen. Hier sind ja eh schon die Reaper. Heißt, und ich habe hier keine Mission. Aber ich glaube, hier ist nichts. Nö. Nö, 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 nö. Scheinbar nicht. So, Citadel. Hier scannen wird wahrscheinlich auch wenig bringen. Da, genau. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ins Krankenhaus, bitte. Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. So. Wir brauchen die modifizierte Variante mit der verbesserten Absorption. Und legen Sie jetzt nicht auf, das ist ein medizinischer Notfall. Wir können nicht ewig warten. Ich glaube, er hat aufgelegt. Ich habe diese Medigel-Formel gefunden und mir gedacht, Sie könnten vielleicht etwas damit anfangen. Woher haben Sie die? Ach, vergessen Sie es, nicht so wichtig. Ja, damit können wir etwas anfangen. Danke. Gerne. Nein, alles in Ordnung. Wir brauchen Ihre Vorräte nun doch nicht. Und wer ist das? Say, Tain! Commander, als ich von der Erde hörte, wollte ich Sie anrufen, bin aber nicht durchgekommen. Tain, schön, dass Sie noch in Form sind. Meine Krankheit tötet langsam. Bei guter Pflege und gesundem Lebenswandel habe ich noch ein paar Jahre. Laut Prognose müsste ich längst tot sein. Ich trainiere nur, weil es mir Spaß macht. Was machen Sie hier?
Eine Freundin besuchen, die wegen mir verletzt wurde. Ashley. Die Dunkelhaarige auf der Intensivstation. Sie beginnt bald in meiner Gruppe mit der Physiotherapie. Das ist sie. Wenn sie Ihnen etwas bedeutet, helfe ich ihr so gut ich kann. Solange sie hier ist, steht sie unter meinem Schutz. Das weiß ich zu schätzen. Mein Leben ist fast vorbei. Ein guter Zeitpunkt für Großzügigkeit. Das Kepral-Syndrom hat die meisten meiner Pläne durchkreuzt. Ja, können Sie mich begleiten? Ich habe mit der Normandie eine wichtige Mission und könnte sie brauchen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich brauche täglich medizinische Pflege. Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen Sie die Besten. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Sie können trotzdem helfen. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen oder Hälse brechen. Wir finden sicher eine leichtere Arbeit. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Es kommt der Moment, an dem man sich aus Krieg und Konflikt zurückziehen muss. Für mich ist er schon gekommen. Und wie lange werden Sie noch leben? Wissen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben? Ich war bei vielen Ärzten. Der Beste hat mir 3 Monate gegeben. Vor 9 Monaten. Es ist befreiend, keine Verpflichtungen zu haben. Keine Verantwortung. Keine Ängste. Ein wirklich gutes Ende. Tut das denn weh? Haben Sie große Schmerzen? Zeitweise. Die Sauerstofftransferproteine bilden sich nicht richtig. Bei Ihnen heißt das Hämoglobin. Dadurch ist mein Blut sauerstoffarm. So tief ich auch einatme, alles juckt und ist taub. Und das ist noch das Harmloseste. Zum Zustand meines Gehirns kann ich nichts sagen. Mir wird nur manchmal schwindelig. Ja, dann leben Sie wohlstehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten. Bis wir uns wiedersehen, Shepard. Ja. Nett. Wir sind auf dieser kleinen Farm. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren in einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Das Shuttle wird zur Unterstützung wegbeordert. Der Mann war 8 Stunden lang tot. Und seine politischen Gegner haben Bemühungen für mich Propaganda gemacht, sodass der Name des Krankenhauses schließlich geändert wurde. Er kann sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern, wenn die VB in seinem Kopf ihn nicht sagt. Glaub mir, wir wissen hier genau, wer jemand tot ist. Der oberste Gerichtshof sagt, dass er am Leben werden wird. 5 Dichter sagen, dass er am Leben ist, und 2 von denen hat er noch selbst benannt. Der Name bleibt ihr. Es ist völlig geschmacklos, diese Einrichtung Huerta Krankenhaus zu nennen. Präsident Huerta ist vor 2 Jahren in einem Schlaganfall gestorben, Ma'am. Sie wollten wohl sagen... Achso. Was geht hier vor? Ma'am, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kaufen uns Lebensrettungsgerätschaften für 90 Millionen Credits, dann dürfen Sie das Krankenhaus nennen, wie Sie wollen. Nun kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Aha. Na dann, so. Ja, ich versuche die Grissom Academy zu erreichen. Sie haben biotische Verstärker-Interfaces, die ich vielleicht für die Anwendung durch Asari adaptieren kann. Nein, ich bekomme einfach keine Verbindung. Laut Ansage ist das Kommunikationssystem der Station offline. Natürlich. Wenn diese Interfaces unseren Elite-Soldatinnen im Feld helfen, bleibe ich so lange dran wie nötig. Aha. So, da ist nix. Was haben wir hier? Hier ist wahrscheinlich auch nix, ne? Nee. Okay, dann gehen wir mal zu Ashley wieder rein. Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich Inspektor werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber... Ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht.
Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden. Wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen? Ja. Ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen. Ende. Es ist wahr. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können. Und ich auch. Aber vertrauen Sie sich selbst. Ich weiß nicht, was besser ist. Man kann sich auf niemanden verlassen. Klingt hart, Gesamt. Ist aber so. Letztlich muss man tun, was man für richtig hält. Der Rest ist unwichtig. Ich verstehe. Gut. Für Spectre ist das Regel Nummer 1. Ich bin wegen Ihnen hier. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich es erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber Sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Erzählen Sie mir mehr. Ich habe jetzt auch Zeit. Was hat es mit dem Lieutenant Commander auf sich? Der alte Williams Familienfluch lässt nach. Ich war sicher, bei Gunnery Chief ist Schluss. Sie haben es sich redlich verdient. Jetzt brauchen wir Sie erstmal einsatzfähig. Ich komme zurück. Und als erstes ramme ich Ihnen dann Ihre Metalltentakel tief in den... Ich meine, ich kämpfe ehrenhaft und mutig. In Ordnung, Lieutenant Commander. Ich habe nichts von Ihnen gehört, als ich Gast der Allianz war. Ich konnte nicht. Sogar als Anderson mich herbefohlen hat. Es war schwierig. Schon okay. Das ist vorbei. Neuer Anfang. Ich brauche noch Zeit. In Ordnung, aber nicht zu viel. Die Bösen machen keine Kaffeepause. Okay, was wird das? Heilung durch Schuldgefühle? Scheint zu klappen. Mhm. Familie auf der Erde? Mutter und 3 Schwestern. Die jüngste, Sarah, war auf Hochzeitsreise. Hat einen Soldaten geheiratet, Thomas. Er wurde zurückbeordert und sie blieb allein. Wir haben telefoniert. War ziemlich hart. Denke ich mir. Ich habe sie immer alle beschützt. Selbst wenn ich im Einsatz war, wussten sie, dass sie mich anrufen konnten. Ich sagte, sie soll zur Citadel kommen. Dann warten wir gemeinsam. Und die Erde? Haben Sie was von der Erde gehört? Es kommen ständig neue Berichte rein. Die Hälfte davon ist wilde Spekulation. Und der Rest ist zu optimistisch, um wahr zu sein. Wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Als ich dachte, sie wären tot, habe ich die Hoffnung verloren. Aber nach ihrer Rückkehr war ich bereit, alles zu glauben. Ich meine, es ist sicher keine Lösung, wenn jemand dem schwarzen Mann ins Gesicht ballert. Aber wenn Sie es für sinnvoll halten, mache ich's. Das klingt wie die Ash, die ich kenne. Wir können uns keinerlei Streit leisten. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir einander vertrauen. Ich wollte professionell sein und die Familiensachen für mich behalten. Ich weiß nicht, wie Sie das alles verarbeiten können. Ich habe auch schwache Momente. Es beruhigt mich, das zu hören. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard. Ach ja, die Schöne. So, Rufpunkt 2 plus 2. Kann ich nirgendwo diese Blumen abstellen? Was ist denn das? Ich habe die gekauft für 2000 Credits? Ne, jetzt kann ich die nicht nutzen. Ah, das ist immer von Phasma. Die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Okay. Ich weiß, dass die Isma-Grenze nicht sicher ist. Ja, ja. Aber wenn wir die Prototypen nicht zurückbekommen, wird dieses Projekt überhaupt nichts erreichen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich melde mich, wenn sich irgendwas ergibt. Oh Mann, hier geht's auf und ab. Was ist das denn? Ist nichts. Gar nicht. Was? Sie haben schwere Nervenschäden. Nach dem Abnehmen des Beins müssen wir mit der Prothese mindestens 5 Wochen warten. Ich habe meinem Trupp gesagt, dass ich nächste Woche wieder da bin. Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Angriffe Teil eines groß angelegten und organisierten was zur... So. Haben wir jetzt wieder ganz viele Aufträge hier? Oh Gott, deswegen, ich dachte schon, es wären meine Aufträge. Wäre aber gewesen hier. Citadel. Okay, Isma-Grenze, das kriegen wir hin. Größenmarkenweg kriegen wir hin. Such Cash. So. Gut. In dem Laden. Ich kann die Bücher nicht mehr kaufen. Was ist das denn jetzt? Mittige Kapazität, wie erhöht, das brauchen wir eigentlich nicht. Das haben wir auch noch nie wirklich gebraucht. So. Die Botschaften, Wartebereich. Ich gehe mal in den Wartebereich der Docks. Weiß noch nicht, glaube ich. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen. Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir haben einfach keinen Platz. Vorhin haben Sie Asari reingelassen. Da hatten wir noch Platz. Wo soll meine Familie denn hin? Ich weiß es nicht, okay? Hier kann sie jedenfalls nicht landen. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, sie sollen ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie... Okay, wir unterstützen den Flüchtling. Geld, wir können das bestimmt rechnen. Noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat Ihrer Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Gerne. Ich finde diese schönen, kurzen Aktionen nett. Okay, das sind die ganzen Hilfsgesuche. Aha. Verzeihung, ich war gleich nochmal Ihr Name. Picard. Christoph Vasseur, freut mich, Sie kennenzulernen. Wie lange sind Sie schon hier? Keine Ahnung, ich bin nicht im... Ich weiß auch nicht, wie lange es her ist, seit ich aus Lyon entkommen konnte. Kennen Sie Lyon? Nein. Oh, Mann. Was haben wir hier unten? Haltet durch, meine Brüder und Schwestern. Wir haben schon früher Widrigkeiten überstanden. Das ist nur eine weitere Prüfung. Denkt an die Pfeiler der Stärke, die unser Volk aufrechterhalten. Zeigt der Galaxie unsere Entschlossenheit. Ich weiß, dass euer Glaube geschwächt ist. Unsere Regierung ist gefallen. Aber wenn ihr die Pfeiler der Stärke in eurem Herzen behaltet, bitte, gebt nicht auf. Aha. Willkommen bei Batarian State Arms. Ach so. Ah. Batarian State Arms. Wir verteidigen die Hegemonie. Ja, aber das brauchen wir nicht. So, eigentlich könnte man hier sogar noch mehr Platz reinschaffen. Theoretisch. So. Hier ist das Solarianer Korb. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Aha. Es sind so die Flüchtlingslager. Wir sind hier quasi in Ingelheim gerade gelandet. Oh, das ist der Turianer. Ja, alle von Pelleven, ne? Jawohl, Sir. Und haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? Die Chirurgen dort sind alle beschäftigt. Bleiben Sie dran. Einige der Verwundeten haben nicht mehr viel Zeit. Mhm, Gabbers. Shepard. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist das? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. Ist das so schlimm? Sind die Verluste so hoch?
Unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Ein einziger Reaper vernichtet 9 oder 10 mit einem Angriff. Das ist kein Krieg. Das ist ein Gemetzel. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Kann man ihr Leid lindern? Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Hab mich schon mal besser gefühlt. Ganz ehrlich, es war hart. Vergessen Sie bloß nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Das ist wahr. Und da ist eine Shepard VI? Was? Vor sich sehen Sie das VI-Modell 1.7 AGB, Commander Shepard. Ja. Sprechen Sie bitte einen Verkäufer an, damit er eine Demonstration für dieses Modell freischaltet. Das ist gruselig. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Hallo, wir sind Shepard. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Das ist so bescheuert, ne? Das Extranet sagt, Sie gehören zum Allianz-Militär. Passen Sie da draußen auf sich auf, Officer. Das ist sehr bescheuert gerade. So, was haben wir denn sonst noch so hier? Aha, 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 da können wir nicht hin, das bringt uns nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Dann würde ich sagen, ich mache einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis. Ne, warte mal. Ich dachte, ich kann hier durch die Tür. Aber das ist nicht so. Bis zur nächsten Folge und tschüss.